Was kostet denn sowas Schönes hier? Für den hätte ich gerne 35. 35 kostet er. Herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Ich war am Samstag und Sonntag auf dem Flohmarkt, habe es live gestreamt auf Twitch. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, der Link wird dann unten in den Kommentaren sein. Und los geht's! Wie teuer werden die? Wir haben 25 pro Stück. 25 pro Stück. Ja, das sind alle ohne Beschädigung. Alle schön vom Gestell. Mhm. Also das Sammelstück. Das sieht cool aus. Mal kurz mal hinstellen, wenn kurz Spiele gucke kurz. Genau, es sind aber nur 3 Stück, PlayStation 3. Okay. Entweder die Games allein oder komplett mit PlayStation Controller. Was würdest du für die Spiele allein nehmen? Nur die Spiele, alle ja, 3? Ja. Nicht alle 3, also jeweils. Also jeweils pro Spiel? Ja. Was haben wir pro Spiel? Also das ist sowieso. Das ist der Xbox Idiot. Das ist Xbox. Es sind ja nur 2. Da ist auch alles drin, oder? Das sollte auch nicht gratis sein, genau. Was wird da eins kosten? Das haben wir Unleashed 1, oder? Und Nummer 2, ja, genau. Also dann haben wir 3 Stutz pro Spiel. 3 pro Spiel. Ja, ja, ja. Das machen wir. Willst du noch was umschauen? Wie bitte? Willst du noch was schauen? Das war's bis jetzt. Spiele. Zweimal PlayStation. Zweimal PlayStation. Was ist das? Star Wars? PS3, ja. MS6? Ja. So schlaufe ich rum, bringe euch halt noch einen Stutz, oder? Er gibt gerade Geld, dann können wir schauen. Hast du einen Stutz schon? Nein, einen Stutz haben wir nicht. So. Danke euch. Danke. Ciao, ciao. Hier gab es einmal von mir The Force Unleashed von Star Wars. Das Spiel kommt selbst komplett und im sauberen Zustand. Ich glaube 3 Franken habe ich dafür gezahlt. Und ebenfalls The Force Unleashed 2 auch für die PS3. Kommt ebenfalls auch komplett und im sauberen Zustand. Die sehen ja cool aus. Die würde ich dann beide für 6 Stutz gerade nehmen. Die 2. Dann nehme ich die 2 gerade. Ja. 2, 4, 6. Vielen lieben Dank. Noch einen guten Verkauf. Hallo, was nehmen Sie für so Spiele? Für Spiele? Ja. 4 Franken. Entschuldigung. 4 Franken. Das ist immer, also da ist alle gut. Machen wir 3. Ich weiß nicht, wie viel das. Das ist nur das eine hier. Ja. Nur 1? Ja. 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 Also machen wir 3. Okay. Einmal bitte. Dankeschön. Alles gut. Danke, tschüss. Hier habe ich mal einen mega coolen Fund gemacht. Einer der Nickelodeon Turtles für 3 Franken. Es sind zwar nicht die aus den 90ern, aber in der Größe ist es für mich auch auf jeden Fall akzeptabel. Und die sehen auch recht cool aus. Bei der anderen Figur fehlt leider das hier. Das habe ich ja später gesehen. Und die Waffen habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die auch da waren. Sonst hätte ich sie natürlich auch mitgenommen. Hier gab es ebenfalls Raphael, ebenfalls für 3 Franken. Auch richtig cool. Kann man hinten natürlich auch aufmachen, vielleicht ist das tatsächlich, wäre schön gewesen, wenn seine Dinger drin gewesen wäre, schade. Aber kann man auch mitnehmen, hier fehlt leider das Ding, aber für 3 Franken habe ich es auf jeden Fall mitgenommen, gefällt mir ziemlich gut. Dann gab es einmal für mich für die PS2 Ready to Rumble Boxing, das Spiel habe ich früher gezockt, ich finde es mega geil. Ich habe dafür glaube ich 3 Franken gezahlt auf dem Flohmarkt, würde ich sagen, der Preis ist in Ordnung, das Spiel ist auf jeden Fall cool und es kommt mit Anleitung. Mal da. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Acht. Den einen habe ich schon. So. Den haben wir auch schon. Ist keiner. Nein. Kurze Frage, nehmt ihr auch Euro in Scheine? Ja, ich hätte hier 9 Stück, würde ich 10 Euro geben. 9 Stück. Einmal. Des Weiteren habe ich einige kleine Pokémon-Sachen gefunden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie dazu gehört oder er zu den Pokémons. Ich zeige es euch mal hier, weil die waren in so einer Kiste drinne. Da kenne ich natürlich nicht alle. Wenn es mich nicht täuscht, ist dieser auf einer drauf von einem DS-Game. Dieser Pokémon könnte eventuell auf Perl gewesen. Vielleicht kann mich einer erinnern, eine DS-Perl-Version oder ob es eine andere Version ist, könnte mich gerne korrigieren. Und er kann sogar flattern. Des Weiteren gab es hier Anton, Evoli. Dieses Kerlchen fällt mir nicht mehr ein, wie er heißt, aber ich kann mich halt noch an ihn erinnern. Einer meiner Lieblinge, Mauzi. Den schönen Shigi. Und natürlich Togepi. Einer der coolsten überhaupt. Videospiele habt ihr keine, oder? Ah, okay, jetzt habe ich nicht mehr gesehen, weil es drauf lag. Was nehmt ihr für so eins? Ist wahrscheinlich das letzte, oder? Ja, also muss das andere schon noch da. Und was soll das kosten? 50. Ach so, steht drauf, okay. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ihr müsst so hinlegen, dass man es sieht. Kostet eins hier 4 oder eins, genau. Je nachdem sowas draufsteht. Ich war noch nie auf dem Flohmarkt hier, ich bin begeistert tatsächlich. Super. Muss ich echt sagen. Ja, ich leg kurz mein Handy hin. Frühling und Herbst, immer am ersten Samstag vom Mai und vom September jeweils. Ach, okay, gut zu wissen. Ich leg's mal ganz kurz so rüber, ja, gell? Ja, bitte, bitte, nur ausbreiten. Kurz eine Frage, nehmt ihr auch Euro in Scheine, wenn ich nicht genug Franken mehr habe? Also in Scheine, nicht in Kleingeld. Ach so. In Scheine. Ich denke schon, okay, super. Hört sich immer so gut an. Okay, Mario Tennis haben wir auch noch. Dann das hier. Das habe ich schon. Schauen wir mal kurz hier rein. Oh, ohne Anleitung. Ich bin mit Anleitungssammler, deswegen. Das passt schon wieder. 1, 2. Was kostet ein Wii-Spiel? Die sind jetzt da schon weggeflogen. Da. Entschuldigung. Die Wii sind glaube ich 5. Okay. Schauen wir kurz weiter. Also können wir noch darüber reden, wenn es nicht gerne passt. Oh, jetzt sind wir einer runter. Komm ich gar nicht mehr. Sorry. Jetzt müssen wir kurz hier vormachen. Ah, das habt ihr sogar nochmal da. Krack sehr. Boah, das Ding. Ja. Den Film finde ich gut. Das Spiel, mal gucken, ob das eventuell gut ist. Dinosaurier. Streets, Madagaskar. Was habt ihr hier? Singster, Tote Hosen, ah, da alles Singster, ja. Konstantin. Aber den habt ihr, glaube ich, da zweimal gehabt, gell? Ich glaube, ja. Den,
Ah, immer mit Anleitung. Und Supercard Racer Tennis. Mein Handy, was liegt da noch? Titan Quest. Muss gucken, was einer was sagt. Mitnehmen, ja. 1, 2, 3. Ist doch gar nicht dabei. Toba. Lag das jetzt da? Bist sicher, das lag jetzt da drin? Willst du auch noch? Half-Life. Half-Life. Ja, habe ich das jetzt so übersehen? Oh, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Sekunde, eins. Kriegen wir für die 5,15 hin. Okay, machen wir. Super, mal jetzt kurz so daher. Ja, Mann. Und Dankeschön, gell, dass ihr Euro nehmt jetzt gerade für mich. Hier gab es einmal für mich SingStar die Toten Hosen, komplett und im sauberen Zustand. Wallace und Gromit für die PS2 in Projekt Zoo, ebenfalls komplett und im sauberen Zustand. Ich dachte zuerst, es ist Projekt Zero oder sowas, Version bloß von Wallace und Gromit. Dann hatte ich einmal Half-Life geholt, das habe ich aber meinen Kollegen geschickt und habe mir nachträglich dann doch das Stitch Experience 626 gekauft. Ich habe dafür noch 3 Franken gezahlt. Einmal Sega Superstar Tennis. Ich habe ja die 2 PS2-Versionen, die kann eventuell gehen, und mit der PS3-Version habe ich ein Upgrade. Kommt komplett und im sauberen Zustand und sogar mit Innencover, das ist richtig cool. Am meisten habe ich mich über das Spiel gefreut, DreamWorks Superstar Cards. Mein Kollege Maurice hat mir erst vor ein paar Tagen geschickt, dass da irgendwie ein Spiel rauskommt, ein neues für die Switch, PS5 und PS4, auch dieses Kartspiel. Da wusste ich noch gar nicht, dass es das hier gibt, und da finde ich das hier zufällig gerade auf dem Flohmarkt. Das kommt hier auch komplett und im sauberen Zustand. Dann war ich noch Sonntag auf einem Hallenflohmarkt, da habe ich jetzt auch noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, die zeige ich euch jetzt mal. Was kostet denn sowas Schönes hier? Den hätte ich gerne 35. 35 kostet er. Okay, legen wir erstmal nochmal hin. Vielen lieben Dank. Wie lange hat der eigentlich gedauert zu machen? Ich habe den auch gekauft. Achso, nicht selber gemacht? Nein, habe ich nicht selber gemacht. Das sind bestimmt 2-3 Stunden Arbeit. Was sollen die kosten? Drei? Ja, machen wir. Alles gut. Vielen lieben Dank. Tschüss. Deadpool, die wird gleich mal später in die Wäsche reingefetzt. Was nehmen Sie für die Spiele? 10 Franken. 10 Franken. Webcam. Ja, ich bin gerade live, aber Sie werden nicht gefilmt, sondern nur nach unten. Ah, nein, nein. Ich finde aber cool, dass es solche gibt, die das machen. Dankeschön. Wirklich. TikTok. TikTok bin ich auch, aber jetzt bin ich gerade live in Twitch. Kurz mal das Akku, okay, ja. Also 10 haben sie gesagt, oder? Ja. Oh. Bei mir persönlich nicht zu teuer. 5 würden sie nicht machen, gell? Wie? 5 würden sie nicht machen. Okay, das wäre sehr lieb. Dankeschön. Unsere Kinder sind zu jung für das. Sie haben ein Spiel gekauft und Sie sind zu jung. Okay. Das gefällt mir auf jeden Fall. Aber auf TikTok bin ich auch. Ah. Wenn Sie es kurz. Also da bin ich auf TikTok. Ah, okay. Cool. Ja, also auch mit Flohmarkt. Da gab es einmal von der Xbox Classic Star Wars The Clone Wars. Das ist komplett und im sauberen Zustand und ich glaube etwas seltener von den anderen Games hin. Ist dies, glaube ich, seltenste irgendwie. Was nehmt ihr für die Spiele? 3 Franken. 3 Franken? Ja. Wart ihr gestern auch schon da oder nur heute? Ich noch nicht. Ah, okay. Ich schon. Weil ich war gestern nicht da, vielleicht habe ich was verpasst, deswegen. Ja, so ein Livestream. Ja, aber nach unten, also okay. Sie werden nicht gesehen, keine Sorge.
3 Franken. Das nehmen wir einmal. Dann nehme ich das gerade so mit. Ich habe nur 4. Vielen lieben Dank, ich habe es daher geklickt. Und noch einen guten Verkauf. Danke Ihnen, tschüss. Oh, okay. Jetzt wird es langsam immer besser hier. Dankeschön. Hallo. Ja, was nehmen Sie für die Spiele? 3 Franken. Ich soll mal kurz das abstellen. Snooker Pictionary. Oh, das könnte interessant sein. Madagaskar Cards. Habe ich auch noch nie gesehen bis jetzt. Zack, zack, zack. Ja, dann Deckerwiele, denke ich. So. Ganz kurz daher. Wenn wir das hier gucken: Pool, Snooker, Flatout. Keine Anleitung? Doch, Gott sei Dank. Ja, es hat sich gerade so leicht angefühlt. Ja, ja. Aber hat man wirklich das Gefühl, es ist nicht alles drin. Ja. Oh. Kein Problem. Das wäre schlecht gewesen. Die willst du nicht? Nein. Ich muss. Oh, Entschuldigung, ich wollte sie noch nicht Nein, zurückstellen. Ich ja, für das bin ich ja da. Mal kurz gucken. Mal gucken, wie viel Franken ich noch dabei habe. 6 haben sie gesagt, gell? Jo. Dann passt das so und das ist noch trinken. Das lieb, merci. Vielen lieben Dank. Dann habe ich bei einer netten Dame Street Fighter 4 bekommen. Auch für, glaube ich, 3 Franken habe ich gezahlt. Da waren die 3 Stände nebeneinander mal wieder. Also so wie letztens auf dem Flohmarkt. Das war der Wahnsinn. Ebenfalls komplett und im sauberen Zustand. Das werden wir demnächst mal im Stream anzocken in Twitch. Hier habe ich mich riesig darüber gefreut, endlich Need for Speed Underground 2 zu bekommen. Ich glaube auch auf dem Stand habe ich, glaube ich, 3 Franken gezahlt, 2 oder 3 Franken, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Es kommt hier ebenfalls komplett und im sauberen Zustand, jetzt habe ich das auf jeden Fall in der Sammlung, zusammen mit Teil 1. Und ich habe wieder ein Cards-Game gefunden, also ich weiß nicht, was los war in der Woche, dass ich mal Cards-Spiele gefunden habe, diesmal von Madagaskar, das kenne ich noch nicht. Ist jedenfalls komplett und im sauberen Zustand, da ist sogar noch dieses andere Flyerle drunter, das ist natürlich auch richtig cool. Ich hoffe, euch haben diese Woche meine Flohmarktfunde ein wenig gefallen. Am Samstag bin ich oder sonntags manchmal online, morgens so ab 8, halb 9, manchmal vielleicht auch halb 8. Da gehe ich dann auf die Flohmärkte und da schauen wir dann nach Games, Videospiele, also Figuren oder auch mal andere Dinge, je nachdem, falls mal ein Viewer was von mir möchte. Dann bringe ich ihnen auch ab und zu mal was mit. Ansonsten lasst mir gerne unten ein Like da. Kommentar bitte auch da lassen, wäre natürlich mega geil für den Algorithmus für mich. Und ansonsten schaut gerne auch bei mir auf TikTok vorbei, da habe ich ja schon fast die 10.000 Followers erreicht. Und unter der Woche erreicht ihr mich auf Twitch, da zocke ich Retro Games und am Wochenende gibt es halt Flohmarkt. Ab und zu machen wir auch ein paar Reactions oder schauen wir ein bisschen eBay Kleinanzeigen durch. Bis dann, bis zum nächsten Mal, euer Gamefuchs.